Herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Anno 1800. Ja, direkt nach dem Spielladen ist bei mir das hier aufgepoppt, deswegen gibt es heute keinen Rundflug über die Stadt. Und ja, schauen wir mal, was es uns bringt. Nach wochenlangen Irrungen und Wirrungen kehrt ihre Expedition unversehrt zurück. Sie haben sich eine Belohnung für ihren Altruismus verdient. Die Mannschaft trinkt auf ein erfolgreiches Rettungsunternehmen, da alle wieder zu den Annehmlichkeiten der Heimat zurückkehren. Eine Fremdenführerin kann... Oh, Attraktivität plus 15 ist ja nicht schlecht. Kann in der Hafenmeisterei ausgerüstet werden. Und ja, ein paar Fleischkonserven, gut, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber das ist ja erstmal nicht schlecht. Ah, der ist auch da, super. Kann die Sachen abgeben, aber wieder was für ein Zoo. Und dann kann der auch wieder übersetzen in die neue Welt. Und der Himmelsbote kann gleich wieder losdüsen auf Piratenjagd, das finde ich gut. Na, gucken wir mal, Schiff zu weisen. Der Himmelsbote, immer noch Bier drin. Geben wir noch wieder ein bisschen was mit. Putz und Seifer. Und dann brauchen wir Kampfkraft. Mal sehen. Schieben wir einen Tiger mit. Das bringt tatsächlich Kampfkraft. Das ist ja geil. Fremdenführerin. Bringt die uns was? Nee. Bauwerkzeug. Bringt uns auch nichts. Solche Sachen wahrscheinlich auch nicht. So, jetzt die Frage. Schicken wir den Tiger schon mit? Oder... Ah gut, noch irgendwas anderes. Die Moral vom Schiffchen ist irgendwie nicht die beste. Ah, wir lassen das mal. Wir gucken mal, ob das damit was zu tun hat. Dass das gerade unterwegs war. Wir haben einen Haufen Bier. Kann viel Seife weggeben. Okay, da kam gerade was rein. Hier ist stark steigend. Paprika brauchen wir demnächst mal mehr und Rindfleisch. Aber das kriegen wir wohl hin. Wir gucken mal, wenn wir hier ein anderes Schiff hinschicken. Nicht die Himmelsboote. Nee, sind alle grundlegend bei 30. Dann brauchen die Rationen. Wollen wir den mal rumgeben? Oh, das haut ja ordentlich rein. Kriegen die einmal rum. Den Teaser. Dann haben die eigentlich alles dabei, worauf sie stoßen könnten. Muss da genug. Mal drüber gucken. Brot wird langsam ein Faktor. Brauchen wir noch eine Mühle und eine Bäckerei. Und ja. Konserven nehmen wir auch mit. Wir fahren hier mit 65% los. Hm. Also wir brauchen mehr Rum hier. So viel steht schon mal fest. Und wir müssen ein bisschen Brotnachschub machen. Aber die fahren erstmal los. Zack. So. Fangen wir mit dem Brot an. Da haben wir hier unsere Bäckereien. Beziehungsweise nur zwei Bäckereien und eine Mühle. Da bauen wir jetzt mal ein bisschen nach. Das ist tatsächlich recht wenig. Hat aber lang gehalten, meine Herren. Zack. Passt hier leider nicht hin. Das ist ärgerlich. Die beiden würden ja auch nicht hinpassen. Müssen wir das anders machen. Ein Feldfegel ist das ärgerlich. Wir bauen mal ein bisschen um. So, dann machen wir da Bäckereien. Zack. Das passt auch nicht. Ja, ein bisschen mehr Industrie da, die sollen sich mal nicht einscheißen. Ah, du brauchst 30 Sekunden und du eine Minute, richtig? Ja. Gut. Na, was erzählst du so? Kaum noch Fabrikarbeiter.
Jo, hat er recht. Hat er recht, hat er recht. Wir brauchen wieder Bauern. So. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Das, ja, kann schon mal passieren, ne? So. Komm, ein paar Bäume hin. Zack. Das ist doch schick. So, den Tiger haben wir jetzt gerade mitgeschickt. Gucken wir mal, haben wir noch was hier? Oh, wohl doch nicht. Was für eine wunderbare Sammlung der verschiedensten Arten. Was haben wir hier drin? Dschungel des Ostens und hier ist auch Dschungel des Ostens. Gehört zum gleichen Set. Das ist ja herrlich. So. Da müssen wir uns noch was Schickes überlegen. Wie wir das alles schön ausnutzen können hier. Hier machen wir erstmal so. So, jetzt brauchen wir Arbeiter. Wir haben wieder ein paar Bauern. Hier haben wir auch noch Bauern. Die haben wir nichts zu suchen. Ja, den können wir noch hier hinten weiter auffüllen. Dann haben wir wieder genug. Diese Bauernsiedlung sieht da. Müssen wir echt mal was machen. Das sieht langsam nicht mehr schön aus. Okay, hier hinten brauchen wir nochmal wieder ein Wirtshaus, wie mir scheint. Das machen wir mal zuerst. So. Ich glaube, das ist falsch rum, ja. So, bauen wir nach hier hin aus. Kriegen wir zwei übereinander. Herrlich. So. Dann so weit wie geht. Ich weiß gar nicht, warum ich immer noch mit diesen Scheißstraßen arbeite. Wir könnten eigentlich gleich hier Stein reinsetzen. Ist doch wesentlich schöner. So. Und bei Gelegenheit werden wir dann mal anfangen hier. Einfach großartig. Ein paar Kirche haben wir ja schon. Ja, dann bauen wir hier zumindest ein paar Arbeiter hin. Einfach damit es nicht ganz so kacke aussieht. So, jetzt brauchen wir wieder einige. So. Na komm her. So. So, 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 so. Wird doch langsam. Zack. Was machen wir denn hier raus Schönes? Wollen wir den da so eine Allee lang pflanzen? Ich finde, das ist eine gute Idee. Ja, das machen wir einfach. So. Sonst ja nicht ganz hässlich hier haben. Zack. Und schwupp. Ist das schön. So, haben wir jetzt mal die wieder auf Kurs. Was ist hier los? Eine Oper im Regenwald. So weit flussaufwärts wird es schmal und zu flach, warnt sie der Steuermann. Signor Kardinal, weiter zu seinem Opernhaus im Regenwald zu begleiten, erscheint zusehends grotesk. Der große Kunstmäzen zwirbelt frustriert sein Schnurrbart. Wollte die Expedition die vor ihr liegenden Schwierigkeiten umgehen, so müsste sie eine nahegelegene Anhöhe überqueren, um den oberen Flusslauf zu erreichen. Oh, hier, das sieht doch. Vorsichtig versuchen, die enge Passage zu durchschiffen. Ich meine, plus 60% Chance, also da muss doch was gehen. Geschickte Navigation rettet ihr Schiff vor dem tückischsten aller Flüsse. Signor Kardinal zittert am ganzen Leib bei dem Gedanken, dass sein Traum jederzeit wie ein Flussdelfin stranden könnte. Aber dank guter Zusammenarbeit zwischen Vorderschiff und Ruder gelingt es während drei heikler Tage, jegliche Klippe zu umschiffen. Groß ist die allgemeine Erleichterung, als die letzte Windung umfahren ist und sich der Fluss wieder verbreitet. Ja, sauber. Meisterhaft, würde ich fast sagen. Oh, gönnen wir uns alle eine Wurst. So, das ist ja erstmal wieder schicki. So, dann haben wir jetzt hier Pelzmäntel. Das ist ja schon mal herrlich. Da ziehen wieder ein paar Leute ein. Das heißt, wir kriegen dann gleich die Uni. So, unser Varieté ist hier noch so ein bisschen.
unschön hingeploppt. Erstmal kommen hier ein paar Bäume vor. Und dann machen wir das so. Und da gibt es doch einfach mal noch ein paar Informationsblätter in Form einer Zeitung. So. Ist noch nicht wunderschön, aber ist besser als nichts. So, hier gibt es noch eine Quest. Was haben wir denn hier? Handwärter bietet eine Fotografieaufgabe. Ja, das ist ja fix gemacht. Machen wir das denn da? Helfen Sie dem Einwohner, indem Sie ein Foto machen. Das Duell. Oh, schick mich mal hin da. Oh, Foto vom Duell. Da unten sind die beiden. Aber ich kann es nicht fotografieren. Doch, jetzt, wenn man sie nicht sieht, kann ich es fotografieren. Super gut. Naja. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Jo. Was kriegen wir da für Schönes? Mir ist schwindelig vor lauter Dankbarkeit. Was ist das? Handelskammer. Unterhaltskosten minus 20%. Joa, ist doch nicht schlecht. Aus dem Lot. Oh, meine Güte. Man kommt echt nicht hinterher, irgendwas zu machen. Erst einmal gucken wir jetzt nach unserer Hafenmeisterei. Und gucken, dass wir erstmal hier den Fisch nach hier oben verlegen. Das ist ja da am Hafen kein Zustand mehr. Und da haben wir den. So. Wo wir könnten hier auch einfach, das machen wir viel schicker. Wieder weg. Dann machen wir eine Anlegestelle hin. Ich glaube, hier können wir die bauen. Reparaturkran, Anlegestelle. So. Zack, und dann können da die Fischerhütten. Schön mit dran. So. Zack. Und einmal einen Weg drumrum. Muss das Ganze noch mit der Konter verbunden werden. Uppala. So. Machen wir hier lang. Na, das gibt dem Leben doch erst die richtige Würze. Eine Abholaufgabe. Okay, hängendes Glas Löschgranate. Okay. Brandgefahr minus 60%. Oh ja, das will ich dich haben. Da teilen wir wohl die gleichen Ansichten. So, rettet Häftlinge. Na, das machen wir doch am Heimfix. Wo ist denn meine Flotte hier? Habt ihr nichts zu tun? Ne, ihr gerade nicht. Ihr seid nicht leer. Ja. Yeah. Der dümpelt da einmal hin. So. Neue Befehle? Eine Expedition zugewiesen. Ja, dann mach doch. Sind unterwegs. Na nun. Die läuft. Die sollte laufen. Ich bin bereit. Kampfkraft. Ja, was ist denn los? Ach, kommt. Einer reicht. So. Jetzt wollen wir doch mal langsam sehen, dass wir hier auch einen Hafen rausgebastelt kriegen. Obwohl, wir können jetzt die... Nee, doch nur die Schule... Ich dachte schon, die Uni, 1500, das bedeutet mehr, ne? Wir könnten auch einfach mal ordentlich upgraden hier. So, haben wir immer noch genug Arbeiter. Das war gar kein Problem. Die auch noch und dann holen wir uns hier noch ein paar. Schwupp. Schwupp. So. Ein wahrer Geldsegen, möchte ich mal behaupten. Und noch ein Linienschiff hinterher. Oh, diese Expedition war alle Nase lang, was ey. Meine Fresse.
Insel der Liebe, eine Angelegenheit des Herzens. Die Mannschaft hat die Gastfreundschaft genossen und viele weigern sich, die Insel zu verlassen. Sie haben Liebesbande mit den Söhnen und Töchtern des einheimischen Königs geknüpft. Vielleicht kann er überzeugt werden, sie mit euch ziehen zu lassen. Sie könnten versuchen, eine Übereinkunft zu treffen, oder aber sie warten, bis er sein Kupfer-Orakel befragt hat. Ah, wir warten mal aufs Kupferorakel. Das Kupferorakel erklärt, dass die Herzen ihrer Seeleute voller Sünde und Frevel seien. Arm in Arm mit ihrem neu gewonnenen Liebsten erwarten die Matrosen eine wohlgewollene Antwort. Wohlgefällige Antwort. Doch in dem Moment, als sich der Arm des Königs hebt, werden Dolche blank gezogen und in den Herzen der Freier versenkt. Allen anderen wird freier Abzug gewährt, sodass diese sprachlos, aber unversehrt die Insel verlassen, wobei sie in Gedanken den hohen Blutzoll beklagen, die ihr Glaube hervorgerufen hat. Ja, am Arsch ist unsere Bootsfrau weg. Verdammt. Ja, darauf nehmen wir einen Humpen. So. Wie dem auch sei. Wie viel haben wir jetzt davon? Ah, wir haben immer noch Rumprobleme, glaube ich. Da werden wir mal nachproduzieren. Aber erst... Ne, können wir zwischendurch fix machen. Das Linienschiff, das braucht auch einen Augenblick. Die neue Welt. Bauen wir doch mal die Rumproduktion aus. Von wo aus läuft das? Das ist hier immer nur so halb angezogen. Was ist denn hier los? Das ist hier das Problem. Achso, kann nicht gelöscht werden. Ja, ist nicht so wild. Die Condor, nicht, dass die jetzt überfüllt ist. Das wäre ganz schön doof. Ah, das gucken wir vorher. Umbruch Condor. Nö, alles gut. So. Handelsroute. Welche macht denn die Handelsroute? Das ist nach Last Haven. Müssen wir auch auffüllen. Paprika und Rindfleisch. Aber das ist die falsche. Ist das? Von, ja, das ist es. Also auf Corachao de Pombo. Welche auch immer das ist. Das ist er. Von hier kommt er rum. Das sind Bananen. Das ist Alpaka. Hier ist Zuckerrohr. Ja, brauchen wir wohl einfach mehr Zuckerrohr. Zack. Oder haben wir noch... Moment, das gucken wir einmal nach. Zuckerrohr sind wir noch voll. Und Rum ist eigentlich auch en masse da. Wir könnten einfach die Lieferung erhöhen. Das machen wir. So, zack. Nach Last Haven. Das Ganze nochmal. Rum. Und da wieder ausladen. So, von wo kommt das? Caresse Bromage. Das dürfte die andere Insel sein. Da Bamia. Das ist dann wohl in der alten Welt. Ja, macht auch Sinn. Lad das mal auf hier. Zack, zack, zack. Segel setzen. Na, und die Priester. Und das bringst du dem hier. So, dann gucken wir, dass wir hier ein bisschen mehr Rindfleisch produzieren. Zack. Vier Felder. 1, 2, 3, natürlich nicht. Wie ärgerlich ist das denn? Ja, muss eins da hin. Hilft ja alles nichts. Rindfleisch und Paprika war das andere. Wo können wir einfach mal verdoppeln die Produktion? Machen wir auch.
Zick. 2, 3, 4. So. Das gleiche machen wir mit der Paprika. Zack. Ein paar Felder dazu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und nochmal das Ganze. 1, 2, 3, 4. Nanu. Ein zu viel. So. Warum? Achso. Ah, habe ich nur zwei daneben gesetzt. Was habe ich denn da geritten? Nanu. Ah, da gehen wir mal darüber. Unaussprechliche Schrecken. Ach, dann machen wir das anders. Weg damit und weg damit. Dann ziehen wir das hier rüber und hier runter. Und wieder ein Schuh raus. Ja, wir kommen gleich zu dir. So, gucken wir einmal, wer diese Handelsroute hier fährt. Die Nantucket. Chevy. Kurfürst. Nantucket. Ja, die nimmt auch immer nur 5 mit. Das ist nicht die Welt. So, was geht ab? An die Kanonen. An die Kanonen. Werftbetrug. Ausgeraubt. Nachdem sie sich bei dem großzügigen Gastwirt bedankt haben, ist ihr Schiff bereit abzulegen. Alle am Pier lächeln ihnen zu und winken zum Abschied. Später wird ihnen klar, warum. Denn sie entdecken, dass Teile ihrer wertvollen Ausrüstung verschwunden sind. Nun müssen sie entscheiden, ob sie deshalb umkehren möchten. In den Hafen zurückkehren und plündern. Ja, 75% der Chance. Wir brauchen gar nicht weiter gucken. Die hauen wir kaputt. Selbstjustiz. Die armseligen Verteidigungsanlagen stürzen beim Morgengrauen in sich zusammen. Ihr Schiff erreicht widerstandslos das Lodern, den lodernden Hafen und richtet die Kanonen auf das Büro des Hafenmeisters. Nehmen Sie alles, ruft er. Tja, Leute. Letztes Mal nicht gemacht. Eine Wurst als Lohn. So. Was machen wir daraus eigentlich? Gulasch machen wir daraus, glaube ich. Und wie steht's um den Gulasch? Oh, was ist hier los? Hier fehlen die Rohstoffe. Achtung, der Boss. Immer noch zu wenig Hopfen. Alter. Die laufen aber auf 100%. Schnaps haben wir genug. Da fehlt was. Da kommt der rum. Die kannst du gleich mal hier abliefern. Du bist ja schon fast da. Warum haben wir hier keine Anlegestelle? Das machen wir jetzt erstmal. Depot, Sägewerft, was gibt es jetzt hier? Anlegestelle. So, dann kann der nämlich da ranfahren. So, gib das mal ab hier. Zack, du sollst jetzt eh rum mitnehmen. So. Ganz schön viele Anlegestellen hier. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Da gibt es gerade noch ein Problem. So, genug Kleidung. Schnaps könnten wir langsam mehr gebrauchen. Brot ist wieder steigend, Mehl ist fallend. Komisch. Ja, ich habe was für dich, Pedant. Brandgefahr minus 60%. Das finde ich total klasse. Das setzen wir jetzt gleich mal ein. Wir haben hier unsere Schnapsbrennereien. Dann müssen wir hier nur eine Handelskammer bauen. Das schränkt unsere Holzbetriebe etwas ein. 93, dann noch 95 und wir haben nicht alle Brennereien drin, das ist natürlich ärgerlich.
kann ich auch hier hin machen. Dann bauen wir die restlichen Brennereien da oben. Ja. Da unten haben wir die Feuerwehr. So. So. Arbeitskräfte vorlegen. Achso, plus 20% Brandgefahr. Das ist natürlich Blödsinn. Na, dann können wir die gleich wieder abreißen. Man sollte genauer gucken. So. Nichtsdestotrotz brauchen wir mehr Schnaps. Nehmen wir erstmal eine Straße. Und wie viele Kartoffeln haben wir denn noch? Das ist erstmal ein Upgrade. Kartoffeln. Nanu. Kartoffel? Bin ich doof? Sag mal, da sind sie. 209. Ja, dann bauen wir nur eine. Und zwei Destillen. Kommt hier vorne hin. 72 Felder. So. Und so. Und zwei Destillen. Haben wir das auch gleich? Ja, komm, mehr. Oh, uns fehlt Holz. Sehr gut. Dann natürlich nicht mehr. Aber wir brauchen jetzt erstmal wieder neue Bevölkerung. Oh, Bauernstaat hier, ey. Das wächst bald zusammen. Das ist nicht mehr lang hin. Und voll? Nee. Da bauen wir nochmal eine Straße zwischen. So. Ach, da hinten bräuchten wir auch eine Straße lang, ne? So. Geht gleich los, Keule. So. Kirche haben wir hier. Dann Wirtshaus. Sind die auch glücklich? Marktplatz. Auch gleich in der Nähe. Und viel mehr wollen die ja noch gar nicht. Und ich habe erst ein Hospital gesetzt, ich Idiot. Das sollten wir schleunigst ändern. Zack. Haben wir noch eins. Die Feierlichkeiten sind beendet. So, und langsam liegen wir hier auch im Berg richtig drin. Und jetzt haben wir auch endgültig kein Holz mehr. Ja, das wächst tatsächlich zusammen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele brauchen. Und gehen wir hier jetzt weiter. Wie ist deine Reichweite? Och, das ist ja hier perfekt. Das Wirtshaus. Das gleiche in grün. Da können wir ja rüberbauen, wie die besenken. So. Schön da lang. So. 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 Da haben wir natürlich eine Straße. Alter, wo sind denn unsere ganzen Rohstoffe hin? Da habe ich so viel gebaut. Donnerlittchen. Wir schwimmen mal ein bisschen vor, damit wir das wieder rankriegen. Mein Gott. So, dann können wir ja auch fast schon wieder ein bisschen das hier weiterziehen. Mittlerweile kann man hier echt weit hochgucken. Wir werden sehen, dass wir das hier noch schön weiterführen.
Das wird doch langsam echt schicki hier. Wir brauchen nur mehr Steine. Und gerade auch mehr Holz. Eigentlich brauchen wir gerade von allem alles. Ja, wir fangen jetzt aber erstmal mit den Bauern an. Kann man ja offensichtlich nie genug von haben. Noch zwei. Dann kriegen wir wahrscheinlich gleich wieder ein Warenproblem. Was habt ihr? Achso, ihr könnt das... Ah, ich dachte, der wird das auch abholen. Das ist ja scheiße. Das ist ja richtig scheiße. Zack. Dann macht das ja Sinn. So. Na komm, bisschen Bretter noch. Das hat dann erstmal Vorrang. Weil sonst gehen uns der Fischer aus. Das wollen wir auch nicht. Na, geht doch. Zack. Nee, das Holz brauchen wir gerade anderweitig. Das hier will ich schon noch so ein bisschen fertig haben. Zack, drei. Na, lass sechs noch. Ja, mit so ein paar Arbeiterhäusern sieht das schon gar nicht mehr so kacke aus. Na, lass einen noch. Und da ist er. Können wir hier eigentlich... Na... Was fordert ihr jetzt? Bildung. Ja, dann können wir mal eine Schule hin. Würde ich mal so sagen. Ein bisschen versetzt nach hinten, dann können wir noch ein bisschen Zierde hin machen. So. Und so. Kommt ein kleiner Springbrunnen vor. Damit die Kinder auch was zu lachen haben. Na, lass uns halt mal her. Was geht ab? Seeschlacht. Ach. Das nennt sich doch nicht Schlacht. Das war ein Witz. Oder hier ein Pavillon. Nee, das ist neutraler. Eine Statue, das ist die Idee. So. Zack. Und ein paar Bäumchen. So und so. Das gefällt mir. Und dann kriegen wir da tatsächlich noch ein Haus hin. Und sogar ein paar mehr. Da nicht mehr. So oder so nicht mehr. Nein, ihr dürft nicht auf dem Acker spielen. Immer dieser Rotzlöffel. Zack. Dann kann Wald bleiben. Können wir auch Brücke rüberbauen? Nee. So. Steinstraßen. Damit es nicht ganz so hässlich ist. Ist auch echt Bewegung mittlerweile. Ist hier Party? Wieder einmal. Na Mensch. Okay, oh Gott, was ist denn hier hinten los? Was habt ihr? Kein Hopfen. Warum habt ihr keinen Hopfen? Die Kurfürst. Fügen wir mal noch ein Schiff hinzu. Die Nordwind. So, wie sieht's denn aus hier? Wo denn? Du schon wieder. Wenn wir langsam mal einen Reparaturkran bauen, glaube ich. So. So eine Hafenmauer. Aber deswegen wollten wir gerade nicht gucken. Was ist mit dem Hopfen los hier? Ab in die alte Welt. Falsche Insel. Hier ist der Hopfen. Wieso könnt ihr nicht? Fehlende Ausbaukosten, die fehlen Steine. Ich glaube, die kommen hinterher. Ja. Die bräuchten Steine. Der ist voll mit Hopfen. Ich glaube, das Lager generell ist voll, kann das sein? Naja, nicht ganz, aber... Eine Krankheit ist ausgebrochen. Nicht gut. Dann haben wir ein Krankenhaus. Ja, alles gut. Lassen sie hochleben. Oh, was sonst? So, das Problem will ich jetzt auch lösen. Sonst habe ich das bis zum nächsten Mal vergessen. Haben wir ein freies Schiff? Komm her. Kriegsschiff
Hol mal Steine. Den Rum lässt du schön hier. Den nimmst du ein paar Steinchen mit. Schiff unter Beschuss. Bohne jetzt schon wieder. Die kriegt er hier schon. Oh, die auf den Senkel. Tja, das war nicht so klug. Immer aufsammeln. Man sieht, allen geht es schon viel besser. Was ist das denn? Oh. Unterhaltskostattraktivität. Naja. Das ist jetzt nicht so geil. Aber okay. Mein Hafen wird angegriffen? Das ist dir jetzt aufgefallen. Oh, gedauert. So, die Condor. Mach dich mal auf den Weg. Das wird mir langsam ein bisschen viel hier. Bereit für den Einsatz. Zeit für mehr Kanonen. Aber ganz dringend. So. Bereit für neue Befehle. Und du brauchst ein Upgrade hier. Genauso wie das andere Ding. Achtung! Kommt da kaum hinterher. Er ist noch fleißig am Löschen. Weg damit. So. Dune Upgrade und Dune Upgrade. Und dann setzen wir aber noch ein zweites Lagerhaus hin. Zack. Und dafür reicht es jetzt schon wieder nicht. Na egal. Trotzdem sollte unsere Hopfenproduktion jetzt rapide anwachsen. Dazu gibt es ja noch einen Laden, nicht diese hässlichen. Und eine Werft will ich auch nicht. Nein, nein, nein. Besser. Zack. So. Ach, hier ein bisschen der Optik frönen. So. Und dann sitzt er noch genauso ein daneben. Haben aber nicht genug Stein dafür. Oh, ich krieg Pickel. Den kannst du auch wieder zurück. So. 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 Und damit sind wir auch am Ende angelangt. Ne? Heute geht erstmal nichts mehr. Unser Bauernstaat hier wächst und wächst. Ne? Mittlerweile echt schick. So. Unsere Schule bauen. Zieht sich hier so um diesen Hügel rum. Eigentlich echt schön. Ja, und beim nächsten Mal, denke ich, können wir langsam anfangen, darauf hätte ich jetzt nicht gewettet, wieder eine Stufe aufzusteigen. Ich habe bis dahin aber ganz gerne ein bisschen mehr Schiff unter Beschuss. Kriegsschiffe. Weil in meinem anderen Spiel haben die beiden ist ausgebrochen. Stufenaufstieg einfach ganz stumpf gedacht, oh ja, jetzt erklären wir euch den Krieg. Alle auf einmal. Na gut, damit dann erstmal bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dann, euer Ragnar Bertholdsson.